Könnt ihr euch noch an diesen Moment erinnern? And we are calling it iPhone. Das iPhone 2G wurde vorgestellt und damit das erste Smartphone, so wie wir es heute kennen. Und jetzt stellt euch die Frage, wie wäre es, das erste iPhone eine Woche lang zu benutzen und auf ein modernes Smartphone für 7 komplette Tage zu verzichten? Ich werde hier schon von meinen Freunden gemobbt. Felix, macht dir eine Instagram-Story? Ich promote du doch mal dein neues Video. Du kannst ja auch einen YouTube-Community-Post mit deinem Laptop absetzen. Du bist richtig gemein, weißt du? Oh, was hatte ich da bloß wieder für eine Videoidee? Das Experiment geht los. Wir haben es gerade, ihr könnt es hier einmal sehen, wenn der Autofokus funktioniert. Heute ist Freitag, der 24. September. Wir machen das bis zum 1. Oktober. Ich übergebe außerdem gleich Felix mein Handy. Es ist dann 7 Tage dort sicher. Und ich habe auch schon bei WhatsApp zuletzt online angemacht, dass man dann nach 7 Tagen sieht, okay, das letzte Mal. Vor 7 Tagen online? Das bekannteste Smartphone unserer Zeit, es ist 2007 rausgekommen, das müsst ihr euch mal vorstellen, auch schön mit 8 GB Speicher. Das Witzige oder Traurige oder eher Verwunderliche ist eigentlich, dass die 8 GB die Premium-Variante war, denn es gab eigentlich noch eine 4 GB Variante, die haben wir jetzt leider nicht, denn ich kann den Luxus leben und mit ganzen 8 GB die nächsten 7 Tage auskommen. Man versteht auch erst, wie lange 2007 her ist, wenn man sich Musik, Spiele oder auch Filme aus 2007 anguckt. Ihr müsst euch vorstellen, 2007 war das aktuellste GTA, GTA 3. GTA 4 kam nämlich erst 2008 raus. 2007 war noch Miroslav Klose auf FIFA 8 auf dem Cover. Aber es wird noch besser. Die erste Staffel von The Big Bang Theory kam 2007 raus und der erste Transformers-Teil. Ich bin hyped. Ich bin Armin Lasche. Ich will das iPhone nutzen. Und ich weiß, dass wir das können. Danke, Armin. Danke fürs Vertrauen. Gestern habe ich knapp 8 Stunden mein iPhone genutzt. Und was eigentlich viel krasser ist, ich habe gestern 304 Benachrichtigungen bekommen. Schaut mal bei euch nach, wie viel ihr euer Smartphone benutzt. Es ist echt erschreckend und schreibt es mal unten in die Kommentare. Bin ich da ein Einzelfall? Die letzten Sekunden. Was habe ich mir da bloß gedacht? Felix, ich muss dir etwas übergeben. Ja, danke sehr. Leute, ich habe Jonah schon vorgewarnt, ne? Das Ding kann nicht. Telefonieren geht, SMS geht, aber es hat ja nicht mal 3G. Telefonieren geht nicht, Bro. So, der Browser unterstützt nichts. Telefonieren geht nicht. Das Handy ist gelockt auf Telekom. Ja, und dann? Ja, und dann muss ich mir im Laufe des Videos noch eine SIM-Karte bei Telekom besorgen, weil dieses Video wird... Joke. Aber das war's auch noch nicht. Ich habe mir überlegt, das Video noch ein bisschen spannender zu machen und 3 Challenges zu integrieren, die ich noch innerhalb dieser Woche abarbeiten muss. Die erste Challenge ist irgendwie meine Lieblingsmusik aus 2007 auf dem iPhone abzuspielen über AirPods Max. Die erste Challenge habe ich mir außerdem nicht überlegt, sondern Felix. Die zweite Challenge ist irgendwas online bestellen, egal was. Ich würde jetzt sagen, irgendwie, keine Ahnung, eine App oder so, aber wir haben ja noch nicht mal einen App Store. Und die dritte Challenge ist, irgendwo hin navigieren und dann da mit Bus und Bahn hinfahren, wenn es geht. Weiß ich ja nicht. Oh, ey, was habe ich mir da gedacht, ey? Ich leg das Handy hier einfach mal ab. Du legst es nicht ab. Du gibst es mir. Ich versteck das. Ich sag dir nicht, wo das ist. Wie nice sieht bitte gerade der Lensflare im Bild aus? Was ich eigentlich sagen wollte, dieses Video wird mal wieder unterstützt durch Rhino Shield. Ich glaube, so ziemlich jeder kennt's. Das Gefühl, ein Handy in der Hand zu haben ohne Hülle, ist einfach so extrem nice. Aber wenn es dann runterfällt und zerspringt, dann ärgert man sich einfach, dass man keine sturzfeste Hülle drum hatte. Deswegen nutze ich für mein Smartphone seit Jahren Rhino Shield. Ich war erst Kunde bei Rhino Shield und dann wurde Rhino Shield auf mich aufmerksam. Die Partnerschaft geht sogar so weit, dass wir eigene Designs auf rhinoshield.de haben. Ihr müsst einfach nach Jonah suchen und dann findet ihr dort 2 Designs, die ich persönlich erstellt habe und auch noch in der Videobeschreibung kostenlose Wallpaper, die zu diesen Hüllen passen. Ich glaube, für die Ästhetik-Liebhaber unter euch ist es genau das Richtige und mit dem Code JONAH20 spart ihr noch 20%, schützt euer Smartphone, sonst ärgert man sich später. Ich rede aus Erfahrung. Felix kam gerade rein und meinte so, yo, wollen wir mal irgendwie was essen? Bestell halt irgendwie was. Ich habe zwar noch auf meiner Liste, dass ich einmal online bestellen möchte, aber... Lädt immer und lädt.
Und dann kommt genau das. Auf jeden Fall hatten wir trotzdem Hunger und jetzt hat Felix mit seinem Handy bestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig Schummeln ist. Ich hab das Handy nicht bedient, aber ist es Schummeln? Nein. Also ich würde eigentlich sagen nein, aber... Ich hoffe nicht. Wobei, wenn du das die ganze Zeit machst, haben wir natürlich ein Problem, ne? Davon möchte ich morgen geweckt werden. So. Zack. Ich gehe jetzt mal auf gut Glück, wenn nicht verschlafe ich morgen. Ist Samstag. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Er ist auch einfach aus. Also es hat einfach gar nicht geklingelt und es ist nichts passiert. Wenn nicht, verschlafe ich morgen. Hä? Es ist 12.52 Uhr und jetzt klingelt der Wecker. Perfekt, Wecker ist trotzdem auf 10.30 Uhr. Kurzes Zwischenfazit nach mehr als 24 Stunden jetzt oder... gute 24 Stunden. Mit dem iPhone 2G, mit dem ersten iPhone. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Neandertaler, aber ein sehr entspannter Neandertaler. Ich wollte euch eine Sache noch unbedingt zeigen. Es gibt eine YouTube-App. Ich dachte mir gestern Abend, chillig, ich kann YouTube gucken. Immer wenn ich auf die App gehe, steht da, ich kann mich leider nicht zu YouTube connecten. Man findet einfach nichts und man kann nicht auf YouTube zugreifen. Ansonsten bin ich halt sehr beschränkt. Das sind halt alle Apps, die ich habe. Ich kann jetzt super viel irgendwie ausrechnen mit dem Taschenrechner. Kann ein, zwei Bilder machen, die aber auch nur mit 4 Megapixel aufgenommen werden, obwohl ich das eigentlich ganz geil finde, dass man das damals schon konnte. Aber ansonsten habe ich ein bisschen entspannter gemacht. Musste ja leider ausschlafen. Also so richtig benutzt habe ich das Handy noch nicht. Deswegen holen wir das jetzt nach. Mein iPhone 13 Review, es ist endlich online. Ich werde hier schon von meinen Freunden gemobbt. Felix macht dir eine Instagram-Story. Und ich promote du doch mal dein neues Video. Willst du dann, kannst ja auch einen YouTube-Community-Post mit deinem Laptop absetzen. Du bist richtig gemein, weißt du? Jonah, ganz großer Zähler, dass du das durchstehst, so, weil ich würde mich nie trauen. Wenn dann, okay, wirklich richtig Detox, dann aber auch mit in Urlaub fahren und alles, aber so einen normalen Alltag ohne Handy ist, glaube ich, ganz schwer. Wie ohne Handy? Ich habe doch eins. Der glaubt nicht an mich. Lasst uns versuchen, Musik zu hören, weil wir haben ja jetzt hier die iPod-App. Ich versuche erstmal die AirPods Max über Bluetooth mit dem iPhone 2G zu verbinden. Und irgendwie findet das iPhone gar nichts. Ich kann jetzt aber noch eine Sache versuchen, nämlich mit so einem schönen Klinke auf Lightning Adapter kann ich nämlich jetzt die AirPods Max irgendwie mit dem iPhone 2G verbinden. Und jetzt sollte ich ja Musik hören können. Also irgendwie logisch, dass es über Klinke funktioniert. Musik hören funktioniert. Eine Sache funktioniert leider nicht. Meine Lieblingsmusik aus dem Jahr 2007 zu hören, weil um hier neue Musik raufzubekommen, müsste ich das iPhone mit meinem Mac verbinden. Und dann wäre es zum einen ein großes Problem, überhaupt das iPhone anzuschließen. Also es gibt ja nicht mehr dieses alte iTunes, womit dieses Handy halt ausgeliefert wurde. Und zum anderen, wenn es funktionieren würde, dann ist hier immer noch iOS 1.0 drauf. Und das möchten wir einfach aus Nostalgiefaktor und vor allem Felix nicht, bei dem gehört ja das iPhone, von dem iPhone kicken. Ich würde aber sagen, zu 50% habe ich die Challenge geschafft. Es gibt aber noch ein Problem. Ich komme nicht in mein Auto hinein. Jonah kriegt sein Auto nicht auf ohne mich. Ja, kannst du mir bitte mein Auto entsperren? Und jetzt komme ich auch wieder ohne Handy ins Auto. Wichtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich sag dir jetzt, was ich bis vor einem Frühstück geschlafen. Perfekt. Vierter Tag mit dem iPhone 2G als Daily Driver und es hat sich nichts verändert. Felix mobbt mich immer noch die ganze Zeit und ja, macht 30 Fotos mit seinem iPhone. Machen kannst mit deinem Handy, nothing. Schau mal, iPhone 13 Pro Max, wildeste Kamera hinten drauf. Komm in die Gruppe. Guck dir mal bitte so ein Foto an. Kann das dein Handy, Jonah? Kann das das? Nein. Ich brauche gar kein iPhone 13. Alles, was ich brauche für Fotos, ist hier dieses komplette Setup. Einen, der es bedient. Genau. Gute Alternative, wenn man kein iPhone 13 hat zum Fotografieren, oder? Was für ein Handy hast du, oder? Tag 5 und ich war heute bei Telekom und habe mir eine SIM-Karte geholt. Fühlst du dich damit? Ich fühle mich wundervoll. Eine schöne Prepaid-SIM-Karte und die werden wir jetzt installieren, weil dann kann ich die anderen Challenges auch endlich erledigen. Erledigen. Für ganze 10 Euro habe ich mir 2 GB Internet gekauft.
gegönnt. Ich bin so gut drauf, ihr glaubt es nicht, weil ich endlich wieder Internet habe bzw. erreichbar bin. Wenigstens ist es möglich, mich überhaupt irgendwie zu erreichen, wenn ich unterwegs bin. Und ich kann hoffentlich online was bestellen und ich kann unterwegs hoffentlich mich irgendwo hin navigieren. Das wäre Jackpot, wenn ich die beiden Challenges noch erledigen kann. SIM-Karte kommt rein und jetzt... Hä? Incorrect SIM. Warum kann ich jetzt die SIM nicht benutzen? Das Handy hat einen Telekom-Block. Oh no. Dann müssen wir uns für morgen einen anderen Plan machen, weil morgen wollte ich eigentlich die beiden Challenges aufnehmen. Das heißt, einmal irgendwo hin navigieren und einmal online was bestellen. Ich meine, online bestellen könnten wir über WLAN versuchen, aber irgendwo hin navigieren, ohne Internet zwischendurch, ohne Telefon, ohne SMS, sonst irgendwas. Mann! Morgen kriege ich mein iPhone zurück. Wir wollen aber heute noch zwei Sachen ausprobieren. Ich habe hier außerdem jetzt noch eine andere Kameraperspektive, dass ihr diesmal auch richtig erkennt, was ich mache. Wir wollen jetzt als erstes erstmal versuchen, online irgendwas zu bestellen. Wie man es halt irgendwie kennt, würde ich jetzt mal auf Amazon gehen. So. Okay. Also das funktioniert schon mal nicht. Vielleicht einfach auf apple.com gehen. Vielleicht ist die Website immer noch optimiert und ich kann einfach bei Apple was kaufen, so. Alles braucht wirklich Jahre, um zu laden. Okay, vielleicht kein iPhone 13 Pro, das wird vielleicht ein bisschen teuer. Hallo, einen beinahe, okay. Keine Ahnung, wieso jetzt die Kamera aufgegangen ist. Okay, versuchen wir das nochmal. Funktioniert nicht. Apple Store, kann ich den öffnen? Nö. Ich gebe jetzt einfach mal Zalando ein. Ich habe mir das so cool vorgestellt. Ich versuche jetzt nochmal die letzte Sache. Ich möchte irgendwo hin navigieren. So, kann das mal ein bisschen nachladen? Vielleicht sehe ich noch die Satellitendaten, oder? Es lädt halt alles wirklich so extrem langsam. Aber Google Maps funktioniert wenigstens schon mal. Kann ich jetzt hier aber irgendwie auch die Navigation starten? Es würde mir ja gar nichts bringen, weil ich unterwegs gar kein Internet habe. Das ist jetzt quasi ein iPod Touch. Der Tag der Tage ist gekommen. Ihr glaubt nicht, wie glücklich ich gerade bin in dieser Situation. Heute ist der 1. Oktober, es ist 17.51 Uhr und ich darf jetzt zu Felix steppen und mein Handy wieder haben. Ja, hallo. Hallo Felix. Wollt ihr wissen, wo ich Jonas' Handy versteckt habe? Ich will es vor allem wissen. Ich habe mir einen Ort rausgesucht, wo du nie schauen würdest. Nein! In deiner Smartphone-Kiste ganz oben? Nee, jetzt pass mal auf. Hier sind ja einige Handyverpackungen. Könnte man meinen, ja. No way! Oh mein Gott! Ich bin so gespannt, was für Nachrichten ich auf dem Handy habe. Bestimmt so, warum? Jonah, ich versuche seit Tagen dich zu erreichen. Und erstmal müssen wir überprüfen, ob ich wirklich nicht am Handy war. Und hier seht ihr es. Wöchentlich, Tagesdurchschnitt, 0 Minuten. Ansonsten, apropos verrückt, findet ihr hier noch eine weitere verrückte Videoidee, nämlich von mir. Ich wollte einfach mal ein Drift-Duell machen, was man halt so macht. Checkt das Video gerne ab. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns. Ciao!